Für die AfD-Fraktion erteile ich das Wort dem Kollegen Dr. Fichtner. Sehr verehrter Herr Präsident, sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, es werden auch Menschen kommen, die nicht unmittelbar verwertbar sind. Diese Aussage von Claudia Roth erklärt vielleicht die rechtspopulistische Haltung der Grünen im Hinblick auf die Gesundheitskarte. Dass die SPD sich nun für ein Thema einsetzt, das sie selbst als Regierung verschleppt und nicht umgesetzt hat, ist genauso populistisch wie die Argumente, die Herr Strobel, aber auch seine Regierungskollegen aufführen. Selbst der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg warnt sie davor, Populismus in der Flüchtlingspolitik einzusetzen. Vergebens! Herr Strobel, Sie halten die Karte für ein Werbeinstrument krimineller Schlepper? Wenn das so ist, als was bezeichnen Sie dann Selfies der Kanzlerin? Oder die Aussage, wir schaffen das, ist Frau Merkel in Ihren Augen damit der verlängerte Arm der Schlepper? Es muss schon wehtun, wenn die Partei, die Sie immer als Rechtspopulisten bezeichnen, Sie auf den Boden der Tatsachen holen muss. Herr Kretschmann, leider nicht da, Sie haben getreu dem Motto von Konrad Adenauer, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, wohl Ihr Versprechen vergessen. Oder was ist aus den Worten, wir werden Sie die Gesundheitskarte in Baden-Württemberg einführen, geworden? Die Diskussion um die Gesundheitskarte ist sehr heikel, denn schnell befindet man sich in einer Neiddebatte und gibt damit den Rechtsextremisten unnötigen Aufschwung. Wir haben mindestens 140.000 Deutsche ohne Krankenversicherung. Hinzu kommen noch die ganzen Obdachlosen und das trotz Pflichtversicherung. Das heißt, es ist wichtig, dass wir die Flüchtlinge nicht besser stellen als zum Beispiel Sozialhilfeempfänger. Liebe Grüne, liebe CDU, Sie wollen ernsthaft am aktuellen Modell festhalten, ein Modell, bei dem ein Sacharbeiter auf dem Sozialamt oder Landratsamt darüber entscheiden soll, ob eine Behandlung notwendig ist oder nicht? Stellen Sie sich vor, ein Flüchtling kommt zu Ihnen und klagt ihm über immer wiederkehrende Rückenschmerzen. Was würden Sie raten? Zum Arzt gehen? Geht nicht. Diclo nehmen, Diclofenac, Schmerzmittel oder Bettruhe? Wer sich von Ihnen für Bettruhe und Schmerzmittel entschieden hat, hat soeben das Todesurteil eines Menschen unterschrieben. 14 Tage später bricht ein Wirbelkörper, er hat eine komplette Querschnittslähmung und stirbt einen Monat später unter Qualen. Das aktuelle System ist nicht nur unmenschlich, nein, es führt auch zu einer erhöhten Gefahr von Folgeerkrankungen durch Fehleinschätzungen. Von den Sachverständigungsproblemen aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse ganz abgesehen, ich weiß, wovon ich rede. Außerdem geht durch den erhöhten Verwaltungsaufwand viel Zeit verloren. Zeit, die wir für eine sinnvolle medizinische Behandlung dringend benötigen. Nicht nur die Behörden würden durch eine Gesundheitskarte entlastet, auch die Ärzte hätten dadurch wieder mehr Zeit für die Patienten. Sowohl die Landesärztekammer als auch die Krankenversicherungen sprechen sich für die Gesundheitskarte aus. Andere Bundesländer, welche die Gesundheitskarte bereits eingeführt haben, konnten dadurch erfolgreich Kosten einsparen. Nennen Sie mir also einen sinnvollen Grund, warum wir die Karte nicht einführen. Ich bin Christ, Arzt und Politiker. Und in keiner dieser drei Funktionen kann ich Ihre menschenverachtende Politik verstehen. Mindestens jeder zweite Flüchtling hat eine psychische Störung. Außerdem sind Sie aufgrund fehlender Impfungen besonders gefährdet. In den menschenunwürdigen Unterkünften, für die auch Sie verantwortlich sind, herrschen katastrophale Bedingungen, die Erkrankungen zusätzlich fördern. Natürlich können Sie weiter auf den Behandlungsscheinen beharren. Dann läuft es halt weiter. So wie in manchen Kommunen. Dort werden die Scheine bereits ausgestellt, wenn die Asylbewerber noch gar nicht krank sind. Dann doch lieber eine spezielle Gesundheitskarte. Hier könnten auch wichtige Daten gespeichert werden, sodass etwaige Untersuchungen aufgrund der Sprachhürde nicht doppelt erfolgen. Eines ist jedoch auch klar, es kann nicht Aufgabe der Kommunen sein, den angeblichen Verwaltungsaufwand der Krankenkassen auszugleichen. Hier ist der Bund gefordert. Und das ist auch nötig, denn die gesetzlichen Krankenkassen rechnen mit einem Milliardendefizit wegen der hohen Zahl an Flüchtlingen. Aber auch hier muss man ehrlich sein, auch ohne Flüchtlinge gäbe es Defizite. Dennoch rechnen Experten schon jetzt für das Jahr 2016 mit einem Defizit von mehreren 100 Millionen Euro und im Jahr 2017 auf mehr als 1 Milliarde Euro durch die Flüchtlingszuwanderung. Bisher liegen allerdings noch keine validen Daten vor, um konkrete Zahlen zu nennen. Darum ist es unabdingbar, dass wir da Kosten sparen, wo es geht. Und das bedeutet nicht,
am Wohl der Menschen. Eine Analyse belegt, dass wir Kosten sparen, wenn wir Flüchtlinge von Anfang an medizinisch gut versorgen. Wenn Sie also den Flüchtlingen schon nicht aus humanitären Gründen eine bessere Medizin zukommen lassen wollen, dann sollten Sie es wenigstens aus finanziellen Gründen tun. Und weil wir heute ja schon das Thema Volksabstimmung auf der Tagesordnung stehen haben, 2 von 3 Bundesbürgern wollen, dass Flüchtlinge eine Gesundheitskarte erhalten. Vielleicht hören Sie ja doch einmal auf das Volk, dem wir eigentlich dienen sollten. Wir sind gegen den Plan der Regierung, Menschen aufgrund ihrer Herkunft zu diskriminieren. Wir sind für die Einführung einer Gesundheitskarte für Flüchtlinge. Wir fordern einen bundeseinheitlichen Plan für eine Gesundheitskarte. Für die Notfallversorgung der Flüchtlinge müssen die Kommunen mehr Geld vom Bund bekommen, sodass die Versichertengesellschaft nicht belastet wird. Außerdem müssen wir sicherstellen, dass die Grenzen endlich geschlossen werden und nur die reinkommen, die rein dürfen. Dass Asylverfahren innerhalb kürzester Zeit überprüft und abgeschlossen werden und die abgelehnt werden, auch konsequent abgeschoben werden. So vermeiden wir die Zuwanderung aus sicheren Herkunftsstaaten, die bewusst nur hierher kommen, um sich während der Wartezeit teure Behandlungen bezahlen zu lassen. Herr Kollege, ich sehe, Sie haben noch ein paar Blätter. Ihre Redezeit ist zu Ende. Ein Satz. Wenn wir es dann noch schaffen, die Menschen schnell in sinnvolle Arbeit zu vermitteln, dann verhindern wir Frustration und explodierende Kosten.